Bahnsteig wird wieder eingelenkt, Ruhe 8, Mittelstraße umsetzen in die Rechts. Auf der Kuppe bei der Asphaltennarbe wird eingelenkt, ran an den Fahnenmast. Dort wird ausbeschleunigt. 40 Höhen über die Kuppe gerade. Bei der orangen Markierung links geht's rein zum Fahnenmast. Halten uns Mittelstraße in die Links. Und unten bleiben vom Pirb. Wippermann durch. In der Kompression wird eingelenkt. Wir gehen hoch über die Welle gerade Richtung Eschbach. Eschbach-Schild wird eingelenkt. Mittelstraße, Einlenkwinkel und zurück. Über die Kuppe geht's in die Rechts. Am Ende der dunklen Steine wird eingelenkt. Ich habe mich verschalten. Aber du bist am Anfang. Läufer. Okay, dann schließ einfach langsam auf oder schließ auf. Weil wir sind nur auf eine Zuppe aufgelaufen. Mach keinen Stress. Über die Kuppe Mitte geht's in die Links. Hier rechts am Ende der Randsteine wird dann eingelenkt. Wir gehen nach links. Achtung, Zuppe überholen. Wir dürfen rechts vorbeifahren. Zuppe geschlossen halten und vorbeifahren. Wir parken da unten in unserer Haltebucht, was zu trinken zu uns nehmen.